Derby zwischen dem ERC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt am 48. Spieltag. Die ersten drei Partien hatten jeweils die Ingolstädter gewonnen in dieser Saison. Das Feuerwerk, das die Ingolstädter Fans vor dem Spiel abbrannten in der Kurve, war auf dem Eis nicht unbedingt zu sehen. Beide Mannschaften sehr diszipliniert in ihren Systemen. Eine Ausnahme, gleich relativ früh in der zweiten Minute, Scheibenverlust München im Vorwärtsgang und der Konter für Ingolstadt. Wirter auf Höflin, 1:0, ERC Ingolstadt, 8. Saisontor von Mirko Höflin. München mit 4 Spielern da nach vorne, der Scheibenverlust und gut gemacht vor allem von Wirter, der wartet, Simpson zieht vors Tor, er findet Höflin und der überwindet Matthias Niederberger. München wieder mit Maxi Kastner, der hatte 11 Spiele verpasst, zurück im Line-Up und in der 4. Minute mit Veit Oswald, zieht in den Slot und testet Michael Garteig. 2 sehr gute Torhüter zwischen dem Pfosten, Niederberger und Garteig. Wenig Chancen auf beiden Seiten, aber dieser Aufreger im ersten Drittel, Emil Johansson, hier oben rechts ist es zu erkennen, Travis St. Dennis mit dem späten Hit, da ist die Scheibe lange weg. Und der war wohl auch hoch, 5 plus Spieldauer nach Ansicht des Videos. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison für Travis St. Dennis. Aus dem Powerplay entstand wenig bei München. Ingolstadt im Penalty-Killing gut. Und dann noch in den letzten Sekunden des ersten Drittels mit der großen Chance auf 2:0. Charles Bertrand schön abgelegt durch die Beine auf Wojtek Stachowiak. Und der Schuss an den Pfosten. Mark French, der Ingolstädter Trainer, sah dann im zweiten Drittel vor allem viele Emissionen, harte Zweikämpfe, konsequent geführt von beiden Mannschaften, Powerplays auf beiden Seiten, aber da dominierte eher das Penalty-Killing und deswegen der Sprung ins dritte Drittel. Wunderschöner Pass von Austin Ortega auf Smith, übers ganze Eis mit der Rückhand, Ben Smith, aber Garteig mit der Parade. Weiter 1:0 für die Ingolstädter, die auch mit einem guten Spielzug Maginot in Richtung Pieta und München auf der anderen Seite mit Ortega und mit de Sousa. Aber gut pariert von Garteig. Beide Mannschaften haben ja Chancen in dieser Saison, aber die Chancenverwertung ist das große Thema. Mitte des dritten Drittels war das kein Thema, denn Yasin Elitz mit dem Ausgleich 1:1. Ein Konter, wie schon das erste Tor. Nur so konnte es anscheinend gehen. Guter Einsatz von Smith, hier sticht die Scheibe frei. Der Pass von Oswald auf Elitz und dann der Schuss ins kurze Eck. Maginot geht runter, nimmt den Pass weg. Garteig möglicherweise ein bisschen zu weit links. 1:1, es ging in die Verlängerung. Und dort Daniel Pieta hier mit der Chance. Pfostenschuss. Es war vorher abseits. Die Schiedsrichter schauten sich das nochmal an. Kein Tor. Der Schuss an den Pfosten. Auf der anderen Seite Simpson hier ohne Schläger. Dann kriegt er den Rempler von Blum. Sicherlich grenzwertig. Konter für die Münchner. Kremmer, de Sousa und der Siegtreffer durch den besten Münchner Torschützen. 18. Saisontor von de Sousa. So war es entstanden. Klar, Simpson versucht hier irgendwie den Puck zu blockieren. Blum nimmt ihn raus aus der Situation. Und dann gut zu Ende gespielt von Kremmer und de Sousa. Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnt München gegen Ingolstadt. Yeah, it was definitely a tight checking game. It was hard to create much, really tight defensively. So, and their goalie played really well too. So did ours. So, it was tough to get goals today, and we're just glad we got it over with in the overtime. Ja, ich denke, wir haben heute einen großen Kampf gezeigt. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Vielleicht München ein bisschen mehr Spielanteile, aber trotzdem der Garz hat uns super im Spiel gehalten. Das PK war heute sehr gut. Und ja, es ist ein bisschen ärgerlich am Ende, aber trotzdem, ich glaube, wir können uns nicht vorwerfen, so wie wir es mal weitermachen. Und ja, genau. Chris de Sousa und Fabio Wagner sprechen beide von einem engen Spiel, das hat umkämpfbar. So war es auch, gute Torhüterleistungen. München holt sich den Extrapunkt. Ingolstadt punktet im 4. Spiel in Serie. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.